Mein Name ist Thomas Hülfs. Ich bin seit 1993 hier Schlagzeuger im Staatsorchester Stuttgart. Also, wir treffen uns heute, um die Triangel, das Triangel, der Triangel vorzustellen. Eine häufige Frage, die mir natürlich gestellt wird, was sind Sie von Beruf? Ah ja, Schlagzeuger im Orchester, in einem klassischen Orchester. Ein sarkastisches Lächeln vielleicht, weil jeder natürlich auch an diesen Song von Kreisler denkt, das Triangel. Ja, natürlich ist es die spezifische Schwierigkeit nicht nur bei dem Instrument, dass er sehr viel Zeit darauf verwendet, überhaupt auf seinen Einsatz zu warten. Im Buddhismus, dass wenn so ein Rin angeschlagen wird in einer Zeremonie, das ist ein ganz besonderer Moment, ähnlich wie später bei Smetana in der Moldau. Genau an dem richtigen Moment muss dieser Klang ertönen. Und das muss mit einer gewissen Beteiligtheit auch ausgeführt werden, was man eben in dieser Beschränktheit eines Schlages schwer erkennen und abschätzen kann. Dieses Instrument ist eines der ältesten Schlaginstrumente, die es überhaupt gibt. Also man findet Skulpturen aus der griechischen Antike. Im Alten Testament findet es Erwähnung mit Miriam schlug die Pauke, unter anderem Zimbeln und Triangeln. Und selber im Operngeschehen ist die erste Erwähnung oder die berühmteste Erwähnung vielleicht mit Mozarts Entführung aus dem Serail. Also es gibt auch im 21. Jahrhundert kein schlagzeugbesetztes Stück, wo nicht zu 99%iger Sicherheit eine Triangel mit eingesetzt wird. Insofern ist das sozusagen das Urelement der Schlagzeugklänge. Eben, wie ich auch anfing, war es ganz natürlich, wenn man Triangel, das Triangel, hol mal, spiel mal Triangel, da gab es nur zwei Instrumente maximal. Da fing ich dann wirklich an, so ein bisschen zu forschen, andere Aufnahmen zu hören, zu Orchestern hinzufahren, nach Wien, nach Berlin. Ich habe Hahnenkuhl getroffen, ein sehr verrückter Triangel-Liebhaber auch. Mein Bruder ist eben Trompeter und er hat einen ganz tollen Trompetenbauer, wo ich dann irgendwann gesagt habe, lieber Max, so heißt der Instrumentenbaumeister, jetzt musst du mir doch einfach mal auch ein Instrument machen mit der gleichen Hingabe und instrumentalen Güte, wie du das für meinen Bruder als Trompeter mal machst. Jetzt, wenn wir ein Stück spielen, sagt man, ja, wo sind denn die Mozart-Triangeln? Tosca, Puccini, wo ist denn die feine Triangel? Also man bezieht sozusagen von vornherein jetzt den Klang des zu spielenden Stückes auf die Suche des entsprechenden Instrumentes. Und das ist tatsächlich eine Neuheit auch bei Schlagzeugern, dass es sozusagen eine musikalische Sinnhaftigkeit erfüllen wird, wo man sagt, ja, das ist ein sehr großes Instrument, ein sehr mächtiges Instrument, das hat sehr viel Volumen. Da findet sich ein anderer musikalischer Einsatz als jetzt zum Beispiel zu den Anfängen einer Mozart-Triangel, die eine ganz andere Funktion, ein ganz anderes Ensemble ausschmücken soll, klanglich, als wie jetzt wie eine Mahler-Symphonie, Musik der Titanen. Also es kann gar nicht laut genug flimmern. Kleine Aufgabe für Sie als Zuhörer oder Beobachter eines nächsten Konzertes, mal wirklich explizit darauf zu achten, welches Instrument wohl ich oder einer von meinen Kollegen an dem Abend wohl einsetzen werden.